Ja, tiefen Einblick in diese Thematik. Als nächstes hören wir einen direkt Betroffenen von der Situation, Michael Jordan. Das ist der Zeit. Sollst du einhängen oder machst du? Dankeschön für die Einladung. Dankeschön, dass ihr da seid. Danke, dass ich hier oben stehen soll. Ja, es zwingt mich keiner, ich mache das freiwillig. Ich würde gerne lieber was ganz anderes machen. Mit meiner Familie gemütlich beisammen sitzen an diesem Sonntag. Kaffeetschall trinken oder ich weiß nicht was. In der Natur spazieren gehen. Aber nein, ja. Genau hier muss ich jetzt sein und spreche als Elektrosmog-Betroffener, nicht nur Betroffener, sondern an diesem EHS, wo der Hubert vorher gesprochen hat darüber. Ja, ich steige jetzt schon voll ein, das Thema. Das erste Mal bitte entschuldigt, dass ich so angezogen bin. Das ist Strahlenschutz. Eins. Zwei. Ja. Warum trage ich das? Ich glaube, der Hubert hat vorher gesprochen von den Strahlengrenzwerten oder den empfohlenen Grenzwerten von 1 Mikrowatt im Innenraum und 10 außen. Hier habe ich jetzt gerade gemessen, das ist ein durchschnittliches Messgerät, da kann man so ein bisschen hochfrequente Strahlung detektieren. Über 100.000 Mikrowatt, was hören wir? 4G und 5G, das hier dominiert. Also 4G dominiert, das ist der hohe Ton, und der tiefere Ton ist 5G. Wahrscheinlich ein 700 MHz Sender, der möglicherweise da drüben montiert ist, das habe ich schon so grob einmal rausgefunden. Also das heißt, wir sind mittendrin, es ist nicht nur so, dass jetzt 5G eine Gefahr ist und das kommt, sondern wir sind schon in der Exposition. So ist einmal das Erste. Eröffnen wollte ich eigentlich mit einer ganz kurzen Geschichte oder einer Wertschätzung. Wir sind nämlich im Land Salzburg, in der Stadt Salzburg. Und in Salzburg ist ein historisches Land für die Schaffung oder für die Geburt der baubiologischen Grenzwerte. Und zwar gibt es in Salzburg den Herrn Dr. Gerd Oberfeld, der in der Salzburger Landessanitätsdirektion, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte gearbeitet hat, und mit einer Arbeitsgruppe 2000, weiß ich nicht wann, vor 12, 15 Jahren, also schon sehr, sehr lange, schon fast zwei Jahrzehnte, Grenzwerte erarbeitet hat, die besagen, im Innenraum maximal 1 Mikrowatt und im Außenbereich 10 Mikrowatt, die eigentlich ausreichend wären. Ja? Und wir haben hier jetzt über 100.000 hier. Jetzt frage ich mich, warum brauchen wir hier 100.000 Mikrowatt? Wie viele Handys sind jetzt hier angeschlossen und die aktiv senden? Ein paar wenige. Also wir brauchen nicht so viel Leistung. Es ist viel zu viel Leistung. So, jetzt die Überleitung zu meinem Vorredner, Hubert Brunauer, Corona als Beschleuniger oder als Ablenker. Bitte schaut einmal, überlegt es rein, schaut euch die Tageszeitung an, wer die noch liest oder diese Mainstream-Kanäle. Da geht es nur um Corona, 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 Corona. Ja? Aber es geht um was ganz anderes, es wird abgelenkt. In Wirklichkeit wird hinten ausgebaut, diese ganze Digitalisierung, und in Wirklichkeit gibt es hier, das habe ich ganz aktuell ausgedruckt von der Epoch Times, Corona als Beschleuniger der vierten industriellen Revolution. Das nennt man der Great Reset-Gipfel des Wirtschaftsforums, der für den Jänner 2021 geplant ist. Könnt ihr nachlesen in Epoch Times. Autor Dr. Daniel Hoffmann. Also ein Totalreset. Und da gehört natürlich ja, so ein Hilfsmittel wie Corona, das dürfte auch recht gut passen und die Angst machen und alles, was dazukommt. Nur es ist nicht mein Thema. Mein Thema ist Mobilfunk und ich versuche einfach da Lösungen zu finden, aufzuzeigen, Lösungen zu finden. Weil sonst schaut es für uns Humans in der Zukunft nicht gut aus und auch nicht für die Pflanzen. So, das nächste ist, ich habe ursprünglich war geplant, eine Videowand zu bekommen. Ich habe wunderbare Folien vorbereitet. Nur diese Corona-Geschichte hat uns da jetzt wieder irgendwelche Vorgaben sind da aufoktroyiert worden. Jetzt darf man nicht mehr Veranstaltungen durchführen, nur mehr Kundgebungen oder Demos, keine Ahnung. Aber jedenfalls, jetzt habe ich es einfach ausgedruckt.
Ich werde es immer wieder so zeigen, dann kann er vielleicht die eine oder andere Kamera draufzoomen. Die Transhumanie und der Transhumanismus ist jedenfalls eine ganz große Gefahr für uns Menschen. Transhumanismus bedeutet Verschmelzung von digital zu Menschlichkeit, also die Menschen in die Digitalisierung zu bringen, zu kontrollieren, zu beeinflussen, zu steuern, vielleicht auszulöschen auf Knopfdruck oder einfach nur zu blockieren. Ja? Wir haben es ja jetzt schon mit diesem Corona-Schmäh, sage ich mal. Jetzt werden Sanktionen eingeführt, um mit was weiß ich, Apps oder irgendwelchen Bestätigungen, die man dann digital nachweisen muss, darf man in ein Lokal rein, darf man nicht, darf man zu einer Veranstaltung, darf ich ins Flugzeug steigen oder nicht, wo sind wir angelangt? Und dahinter steht die Digitalisierung. Österreich ist leider Gottes als Versuchsland für die Digitalisierung in der EU auserwählt worden, vor ein paar Jahren. Und leider auch noch 5G als Vorreiterland. Also ich wiederhole, Österreich ist das Vorreiterland in der EU für den 5G-Ausbau. Das haben sie über unsere Köpfe hinweg entschieden. Eine Handvoll Menschen. Oder Leute, ich weiß nicht, oder Personen. So, jetzt sind wir in Salzburg. Ich habe da bekommen, ganz frisch, vom 14.10. von den Bezirksblättern Salzburg. 5G erhitzt weiter die Gemüter. Es ist ja schon ein Dauerrenner, wenn man sich da konzentriert und schaut, was läuft im Hintergrund. Die Bezirksblätter haben das sehr offen geschrieben über eine sachliche Aufklärungskampagne. Bürgerinitiativen, die laufen in Salzburg, aber nicht nur in Salzburg, österreichweit sehr, sehr viele. Hört man im Mainstream leider nicht. Ja, auch das, wenn das rauskommt, werden wahrscheinlich einige oder viele ihre Koffer packen dürfen in den Redaktionen. Jedenfalls, es gibt Redaktionen, die mutig darüber schreiben und eben Bezirksblätter auch. Und auch, ich möchte es erwähnen, Servus TV, ganz großartig, welche Arbeit die machen. Bravo. Hut ab. Der Redakteur Wegscheider, muss man da erwähnen. Jedenfalls, Bezirksblätter Salzburg haben geschrieben, also Angst vor den Strahlen aus der Bevölkerung. Es gibt zwar Befürworter, die Hälfte der Befragten, die neue Technologie, ein Drittel befürchtet jedoch negative Auswirkungen auf die Gesundheit. Die neuen Mobilfunkfrequenzen für 5G erzeugen keine neuen Strahlen, sagen die Lobbyisten. Jedenfalls ist es so, dass die Regierung bis 2022 in Sachen 5G in Europa, in Österreich, ganz vorne dabei sein will. Was habe ich vorher gesagt? Österreich Vorreiterland. Ja? So, bis 2025 sollen 40% der bebauten Flächen, 40% der bebauten Flächen in Österreich mit 5G abgedeckt werden. Nur die Bevölkerung ist, also es gibt sehr viele Angst oder ich sage mal Unsicherheiten und es gibt keine sachliche Aufklärung und es gibt keine Versicherung dafür, so wie es der Vorredner gesagt hat. Warum wird es weiter betrieben? Warum wird nicht auf uns gehört, auf diejenigen Menschen, die es nicht wollen oder die sozusagen eine Sicherheit wollen oder Prävention für Gesundheit, Leib und Leben? Das gehört dringend gemacht und da gehören dringend, ich sage mal, Regelmaus her, die da uns eine Sicherheit für die Zukunft geben. Und für 5G gibt es keine Sicherheit, weil es gibt unzählige in allen Sprachen wissenschaftliche Ergebnisse, Dokumentationen, die bestätigen, dass 5G eben genau die falsche Frequenz ist. Und wir brauchen es gar nicht. Die Experten sprechen davon, dass die selbstfahrenden Autos, wenn man sie wirklich will, ich habe noch nicht viele gehört, die es wirklich wollen, die der Technik vertrauen, aber wenn man selbstfahrende Autos will, brauchen die kein 5G, sondern da wäre 4G Abstands GPS und so weiter ausreichen. Die würden ja jetzt schon fahren oder fahren ja auch teilweise schon. So, jedenfalls in Österreich sieht es so aus, wir haben aufgrund dieser hohen Datendichte, die jetzt schon vorherrscht, 3G, 4G, WLAN, Bluetooth, Tetranet, das ist der Blaufunk von den Blaulichtorganisationen, zu hohe Expositionen. Die sind im Vergleich zu Deutschland ungefähr 10-mal so hoch, teilweise höher, also 10-mal so viel Feldstärke hier, zum Beispiel hier am Platz, über 100.000, wenn ich jetzt, ich war auch in Berlin dabei, in Berlin haben wir ein paar 100 Mikrowatt. Fahre ich über die Grenze, wir fahren jetzt auf die Autobahn raus, wir können da gerne eine gemeinsame Studie machen, wir fahren von hier auf die Autobahn rauf, Richtung, was haben wir jetzt über der Grenze, da Richtung Passau rüber oder was, so, dann haben wir hier mehrere hundert bis tausende Mikrowatt im Auto,
im Auto. Das Auto hat auch eine gewisse Abschirmwirkung. Und sobald wir über die Grenze sind, in Deutschland, haben wir nur mehr 10er oder 100er Einheiten. Also nur mehr ein Zehntel. Jetzt ist die Frage, warum? In Deutschland kann man telefonieren, in Deutschland kann man Daten unterladen, funktioniert genauso. Also es ist zu viel. Die Insekten sterben, wir haben immer weniger Insekten, weniger Bienen, die Bestäuber fehlen uns und das sieht man dann an den Pflanzen, wie die unter dieser künstlichen Mobilfunkexposition leiden. So, jetzt schaue ich, damit es da keine Übereinstimmung gibt mit dem Vorredner, wer übernimmt eigentlich die Verantwortung? Okay, sagen wir mal, wir sind alle für den 5G-Ausbau, ja? Angenommen, gut. Also wir würden alle sagen, yes, wir wollen das. Nur was ist, wenn die Fruchtbarkeit nicht mehr funktioniert und sie funktioniert jetzt schon gestört? Jeder fünfte oder sechste Mann hat nur mehr potente Samenzellen für die Fortpflanzung, ja? Jetzt schon. Und 5G ist noch nicht voll ausgerollt. Und so weiter. Viele Elektrosmog-Erkrankte. In Österreich sind es 40.000. Es leben in Österreich, das sagen die Umweltmediziner, nicht ich, die Umweltmediziner in Österreich sagen das, circa 9-16% der österreichischen Bevölkerung leidet an Symptomen durch hochfrequente oder durch Elektrosmog, durch hochfrequente Strahlung. Und da gehört Mobilfunk dazu, an erster Stelle. Das sind umgerechnet 1,3 bis 1,4 Millionen Menschen, die unter Symptome leiden. Ich werde euch dann ein paar Symptome vorlesen. Gibt es vielleicht dann ein Aha. Und jetzt ist die Frage, wer übernimmt die Verantwortung, wenn es für diese vielen Erkrankten schon, auch für mich, ich habe ganz viel verändern müssen in meinem Leben. Ich wohne nicht mehr in Österreich, weil hier zu viel Exposition ist. Ja, ich kann mich in einen Keller wo verkriechen oder in den Wald irgendwo rein, aber da gibt es keine Baugenehmigung. Im Wald kann man keine, da darf man, glaube ich, nicht einmal Zelt aufstellen. Ja? So, das heißt, ich muss wohin gehen, wo keine Strahlung ist. Und ebenso viele andere. Wer bezahlt den Schaden für diese Menschen? Wer entschädigt die? Wer entschädigt die Forst- und Grundstücksbesitzerinnen und Besitzer, die kaputte Bäume haben? Und das hektarweise. Klären wir diese Frage mal. Und dazu fällt mir ein, wie haben wir eigentlich früher ohne Smartphone überlebt? Wie hat das Leben funktioniert? Ja, wird gelacht unten. Genau. Wie hat es wirklich funktioniert? Wenn ich da so unterschaue, Altersgruppe, ja, vielleicht so plus minus in meinem, ja, also ihr kennt alle die Zeiten ohne Smartphones. Wie hat das funktioniert? Ich weiß, dass wir damals uns sogar näher verbunden, wir haben öfter unter vier Augen gesprochen und nicht über irgendwelche Social Media Kanäle oder geschrieben, sondern wir waren noch mehr Menschen, wir waren verbundener. Und selbst wenn man sagt, man will es ja nicht abschaffen, bin ich ja dafür, dass man es abschafft, nur sinnvoll und auf die Gesundheit bedacht verwendet und nicht mit diesem Wahnsinnsausbau. Und jetzt haben wir vorher gehört vom Hubert Brunauer, dieses Chippen von allem. Ich kann es bestätigen aus Niederösterreich. Ich war Unternehmer in Niederösterreich. In Niederösterreich werden seit Juli 2020, das ist ganz aktuell, Firmen bis zu 100.000 Euro gefördert, 30.000 Euro Beratungsförderung plus 70.000 dann, wenn die Beratung positiv ausgeht, für die Verchippung und Digitalisierung der Unternehmen. Das heißt, man will alle Unternehmen in Österreich, bleiben wir jetzt bei Niederösterreich, aber ich nehme an, das geht in Österreich, auch in den anderen Bundesländern, auf die Digitalisierung umstellen. Tracken, chippen, beobachten, keine Ahnung, auswerten und so weiter, was dazugehört. Und es geht um eine sogenannte Zukunft vorzubereiten. Das steht im Programm der Landesdirektion Niederösterreich, Landesregierung Niederösterreich, unter Michael Leitner, ÖVP. Ja? Nur ich frage mich dann, welche Zukunft soll das sein? Für wen? Für ein paar Elitäre, die irgendwo im Bunker oder irgendwo auf einer Insel leben, ohne Mobilfunk? Oder für die Masse von uns, für die Bevölkerung, für Frauen, Männer, Kinder, Babys, Tiere, Insekten, die hier in diesem Land leben? Also fragt sich da um den Sinn der Zukunft und wie es weitergehen soll. So, das hektische Vorantreiben der Digitalisierung, die es nicht mitbekommen und nur am Smartphone hängen oder vielleicht auf ihren WLAN-Computern, kriegen nicht viel mit, aber es ist fatal.
wenn man WLAN checkt zum Beispiel, ja, wenn man mit WLAN-Checker sich vor Wohnhäuser stellt, dann haben wir heute circa 50, ich schätze mal, wenn wir uns da drüben hinstellen und checken dort die WLAN-Router, die dort existieren, dann haben wir circa 50, 60 WLANs, die man jetzt schon öffentlich im Bereich detektiert. Das bedeutet 50, 60 am Linzer Hauptplatz, Fest für Freiheit, dort sind 80 WLAN-Strecken in den Cafeterias. Jetzt kann man sich fragen, wozu braucht man 80 WLAN-Strecken? Ja? Aber das sind die Belastungen, die auf unsere Körper einwirken. Das ist auch in den letzten Jahren so nach oben gestiegen. Gehört schleunigst harmonisiert. So, jetzt gehen wir zu den Symptomen, damit es nicht eintönig wird. Symptome, die ich jetzt hier vorlese, sind Symptome, die ich selber durch meinen Körper erfahren musste, daran gelitten habe, teilweise massive Probleme hatte, teilweise weniger, teilweise ganz extreme. Das erste ist einmal Schlafstörungen. Das kommt schleichend. Können vielleicht manche bestätigen, wenn man schlecht schlaft, nicht einschlafen kann, dann denkt man nach, dann geht man vielleicht nochmal zum Kühlschrank raus oder setzt sich zum Computer, trinkt was, bla bla bla. Schlafstörungen. Kopfweh. Benebeltes Gefühl im Vorderhirn. Ohrensausen. Ich habe seit Jahren Ohrensausen im Hochfrequenzbereich. 9700 Hertz und viele andere auch. Wenn wir Tests machen, kriegen wir das mit, wir kriegen das Feedback. Säuseln, also Ohrenbrennen. Jetzt durch 5G Ohrenbrennen im Ohrkanal. Wortfindungsstörungen, Vergesslichkeit. Konzentrationsschwierigkeiten. Kennen vielleicht manche von euch, oder? Erschöpfungszustände, Tagesmüdigkeit. Man sitzt am Arbeitsplatz oder wo auch immer und kriegt nichts mehr weiter. Gelenkschmerzen, Wadenkrämpfe, Gefühl wie Sehnenscheidenentzündung. Hat vielleicht schon mal wer gehabt? Dann schaut einmal, welche Maus ihr verwendet. Ist es vielleicht eine Bluetooth-Maus? Vielleicht eine Bluetooth-Tastatur? Vielleicht ist der Computer mit WLAN verbunden? Könnte Sehnenscheidenentzündungsgefühl auslösen? Ich sage alles nur, es könnte. Ich habe es wahrgenommen, es kann, es muss nicht sein. Ja? Das sind Symptome. Gestörtes Sexualverhalten, Fruchtbarkeitsstörungen. Muskelziehen, Zahn- und Kieferschmerzen, Panikattacken, Depressionen, Burnout-Gefühle. Das sind dann die Reaktionen einfach aufgrund dieser Menge von Symptomen. Datenflimmern, Schwarz-Weiß-Matrix, mangelndes Selbstvertrauen resultiert dann aus der Erschöpfung, aus den Burnout-Gefühlen. Innere Unruhe. Viele sind es doch, oder? Also ich nehme zumindest viele Menschen wahr, die einfach hektisch sein, ja, jetzt muss ich das noch machen, dann sagen andere, ja komm, du bist, weiß ich nicht, selbstständig oder du hast einfach viel zu tun, bist halt gestresst. Was verursacht Mobilfunk? Zellstress, weil wir elektromagnetische Wesen sind und darauf reagieren. So, jetzt gehen wir zu den heftigeren. Herzstechen, Herzrhythmusstörungen, Blutdruckprobleme können durch Mobilfunkexposition ausgelöst werden. Grippeartige Gefühle, Halskratzen, und das ist mir jetzt besonders wichtig, dass ich das hier ausspreche in der Öffentlichkeit. Also ich nehme immer da wahr, wenn ich zu lange in der Exposition bin, ohne Strahlenschutz, dass ich, wenn ich heimkomme oder am Abend dann so Halskratzen bekomme, oder das kommt dann langsam, so grippeartige Symptome, so ein bisschen Schwäche, wie man sich halt fühlt, wenn man Grippe bekommt, wenn das beginnt, ja, der Ursprung. Und jetzt haben wir dann überlegt, aha, jetzt gibt es ja diese Meldungen, naja, 5G kann Corona auslösen. Und was ist Corona? Corona ist doch eine Infektionskrankheit, so sagt man es, in der Familie der Influenza. So, und wenn Influenza ausgelöst wird oder grippeartige Symptome, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass 5G auch grippeartige Symptome auslösen kann bei Menschen. Und was wird momentan gemacht? 5G wird auf Hochtouren ausgebaut. So, jetzt gehen wir zu den Lösungen, damit man jetzt auch, damit ihr euch auch was mitgeben kann für nach Hause, für wenn ihr weggeht. Ich habe schon vorher kurz gesagt, wir Menschen sind elektromagnetische Wesen, bestehen zum Großteil aus Wasser, so wie die Bäume. Und in unseren Zellen gibt es eine Zellspannung, und diese Zellspannung ist im Bereich 60 bis 80 Millivolt. Und diese Zellbeeinflussung durch hochfrequente künstliche Strahlung findet eben statt, und es gibt Menschen, die reagieren darauf und manche nicht. Aber wer wirklich reagiert, auch nicht alle, sind die Bäume. Und da habe ich eine Folie ausgedruckt von einem genialen Wissenschaftler mit dem Namen Reinhard Preis,
aus dem Waldviertel, der viele 5G-Vorträge hält und viel Wissenschaft macht. Wir arbeiten auch zusammen, ergänzen uns, wo er erklärt, wie die Bäume funktionieren. Über die Photosynthese. Ich kann es jetzt nicht im Detail alles genau erklären. Es gibt da drüben Aufklärungsfolder, Mobilfunk und mobilfunkgeschädigte Bäume. Wie kann man die Bäume retten? Die liegen da drüben, die sind, könnt ihr gratis mitnehmen. Da steht es genau beschrieben. Es gibt auch eine Webseite, baumsanierung.webnode.com. Da kann man auch viel mehr runterladen, lesen und so weiter. Jedenfalls, die Bäume sterben und leiden sehr stark unter der Exposition. Und das Wichtige ist jetzt, wach zu werden und da etwas zu tun. Weil es gibt die schadholz.de Webseite, das ist ein Unternehmen oder eine Plattform, die sich kümmert um die Forstwirtschaft oder Forstwirtschaft aktuelle Meldungen veröffentlicht oder die Forstwirtschaft vernetzt. Und die schreiben, dass sie von zukünftigen Schadholzbestand von 60-80% ausgehen. Und wenn ich heute nach Graz fahre, Schlossberg, Rückseite, und schaue mir dort die Bäume an, das sind vorwiegend Eichen, ich glaube Linden auch und vielleicht Eschen, dann sind 50% dort befallen und leiden an massivem Vitalitätsverlust. Das heißt, die werden sterben. Das ist nur Graz. Kann ich sagen, weil ich dort war. Und wenn ich über die Autobahn fahre und mir anschaue, wie viele Bäume gerodet werden, werden geschnitten, aber auch in den Städten, in den Parks, fallen die Bäume. Und auch wenn ich darauf schaue, hinter euch, da gibt es einen Berg. Ja, die Einheimischen hier werden es wissen. Und da oben stehen kahle Bäume. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, wenn wir eine Luftmessung machen und darauf fahren und da oben die Mobilfunkexposition messen, dass da oben eine starke Anomalie herrscht. Und wenn man dann in die Tiefe geht und sich anschaut, woran sind diese Bäume erkrankt, kann rauskommen, und das wäre vernichtend, dass sie unter der überhöhten Mobilfunkexposition leiden. Mobilfunk ist ein Umweltgift, sagen die Umweltmediziner. Und Umweltgifte schaden auch unseren Bäumen. Und von daher, liebe Besucher, Besucherinnen, es gehört was gemacht. Schaut euch die Bäume an, verbindet euch auch. Die Bäume sind unsere Urverbundenen. Die Bäume geben uns Früchte, Sauerstoff. Sie wandeln CO2 um, also die Bäume brauchen CO2. Ich betone, Bäume brauchen CO2. Sie spalten CO2 in C, Kohlenstoff, und O2 in Luft. Sie geben Atemluft für uns und für die anderen Wesen, die hier leben auf dem Planeten, ab. Also wir brauchen die Bäume und sie brauchen nicht uns. Also schauen wir auf die Bäume. So. Jetzt komme ich langsam gegen Ende, jetzt gibt es noch ein paar Minuten, und zwar verlese ich jetzt Forderungen im Namen der EHS, Elektrosmog-Hypersensiblen, und zur Prävention eines zukünftigen gesunden Lebens in Österreich. Frei von Millionen WLAN, 4G, 5G-Antennen und 5G-Satelliten. Beendigung des Handyzwangs für Banküberweisungen und NFC. Warum muss ich heute meinen Körper vergiften lassen mit jedem Mal ein SMS, wenn ich eine Überweisung tätigen will? Das ist nicht in Ordnung, es sei denn, ich bestätige es. Ja? Die Reduktion der CO2-Emissionen durch den gewaltigen Stromverbrauch von tausenden Mobilfunktürmen. Da spricht keiner drüber, auch nicht die Gretel und ihre Verbündeten. Weil dieser ganze Starkstrom, der benötigt wird für diese abertausenden Mobilfunksendeanlagen, der benötigt ganz viel Strom, und dieser Strom setzt CO2 frei. Das generelle Verbot von Handy-Tracking, Ampelsystemen und Corona-Überwachungen. Frei von Mobilfunk in Schulen zum Schutze für Kinder und den Lehrern, der Lehrerschaft. EHS als körperliche Behinderung anerkennen, um Patienten beispielsweise einen funkfreien Arbeitsplatz zu ermöglichen. Die EHS-Erkrankten, 40.000 Menschen in Österreich, haben keine Lobby. Ja? Und da ist es schleunigst daran, etwas zu tun. Dann weiters den Schadenersatz für Betroffene und an EHS-erkrankte Menschen. Die Schulung von praktischen Ärzten oder vielleicht Fachärzten auf EHS, damit die Schulmedizin endlich Menschen behandeln können, die mit Symptomen zu ihnen in die Praxis kommen und sie es auch zuordnen können. Und dazu gibt es ganz einfach Leitfäden, die existieren.
Es wurde in Österreich 2012 der Leitfaden, der EMF-Leitfaden, durch die österreichische Ärztekammer veröffentlicht. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. So. Dann gibt es einen weiteren Leitfaden, der ganz aktuell ist. Und zwar heißt er von der EuropaEM, der EMF 2016. Das ist der Leitfaden einer Arbeitsgruppe der europäischen Umweltmediziner. Und da drinnen steht alles, wie man medizinisch vorgehen soll zur Analyse von EHS-Patienten oder erkrankten Menschen. So, das nächste ist, nächste Forderung. Die Forderung, Handy, WLAN, Funkcubes als gesundheitsschädlich und krebsfördernd zu kennzeichnen. Ich halte es da runter wie die Kamera. Und zwar, wenn man sich die Zigarettenpackel anschaut, was steht da drauf? Genau. Rauchen tötet oder Rauchen kann Krebs verursachen oder Rauchen verursacht Krebs. Mobilfunkexposition, Handybenutzung kann Krebs auslösen und wenn man sich die Studien der Zellbiologen anschaut, gibt es genug wissenschaftliche Beweise dafür oder die lebenden Beweise. Das nächste ist, warum sind drahtgebundene Telefone teurer und Handytelefonieren gratis? Wo das Handytelefonieren mit dem ganzen Funknetz in ganz Österreich wesentlich teurer ist. Man muss sich vorstellen, das braucht viel Strom, die Masten müssen gebaut werden, sie müssen gewartet werden und so weiter, das ganze Netz. Das heißt, die Gleichstellung, wir fordern die Gleichstellung der Telefongebühren mit den Festnetzanschlüssen und den Handymobilgebühren. Das heißt, wenn man sagt, Handy kostet null Tarif, die Handygebühr null Tarif, dann soll das Festnetz auch null Gebühr kosten. Das nächste ist letzte Forderung im Namen der EHS und Elektrosmog-Hypersensible und zur Prävention eines zukünftigen gesunden Lebens die Schaffung strahlungsfreier Orte, die gesetzlich geschützt sind. Es ist nur eine Entscheidung, wenn heute eine Mobilfunkfirma entscheidet oder sagen wir es anders, die wollen natürlich Netz ausbauen und Geld verdienen. Okay, kann man so gesehen verstehen. Eine Firma will Geld verdienen, ja? Die Aktionäre wollen gefüttert werden. Die A1 füttert, glaube ich, den Hauptaktionär, der sitzt es ist ein Mexikaner, also komisch. Gut, habe ich jetzt nicht gesagt, ist mir nur gerade eingefallen. Aber man kann doch auch entscheiden, wenn ein Bürgermeister entscheidet, ja, hier wird ein Turm erlaubt und gebaut, dann kann er auch entscheiden, ja, wir entscheiden uns für einen Mobilfunk- oder strahlenfreien Ort, der harmonisiert wird, um meine Bürger und Bürgerinnen zu schützen, um ihnen einen gesunden Lebensraum zu geben. Nur eine Entscheidung. So, und zuletzt, damit schließe ich dann, wie kann ich oder wie könnt ihr eure Körper oder euer Immunsystem stärken? Und in dieser Grippezeit, die jetzt kommt, die Medien sind ja schon wieder völlig panisch, ja, jetzt Corona nimmt zu und die Fallzahlen, ich weiß nicht gar nicht, das ist ja irre, ja? So, aber was kann ich denn tun auf natürliche Art und Weise, ja? Ich würde gar nicht sagen, dass es Corona nicht gibt. Von mir soll es Corona geben, wenn es Influenza gibt oder wenn man ein bisschen Grippe hat. Mein Vater hat vor 2 Wochen, er ist auf Corona positiv getestet worden. Er ist 80 geworden. So. Ich bin Corona positiv getestet worden. Ja, und wie geht's dir? Naja, vor einer Woche war es schon heftig, da habe ich Fieber gehabt und bin ein bisschen gelegen und Tee getrunken und so weiter. Nach einer Woche, 10 Tage ist er wieder gesund gewesen. Mit 80. Ja, wenn ich auf den Immunhaus, also auf das Immunsystem schaue, und das ist schon relevant. Natürlich, wenn wir viele Gifte auf uns reinlassen, schlechtes Essen, Mobilfunk, WLAN, ich weiß nicht, was gibt es noch? Wenig Bewegung. Wenig Bewegung, Stress, schlechte Atmung, Unzufriedenheit, nicht in der Mitte, nicht in der Natur draußen, dann ist es natürlich möglich. Was können wir tun dafür? Den Elektrosmog reduzieren. Was kommt jetzt? Möglicherweise. Nein, ich spreche nicht von dem, was kommt, sondern ich sage immer das, was nicht kommt. Ich bestelle das, was nicht kommt. Es kommt nicht das, was jetzt wieder prognostiziert wird in den Medien und in Kuchel gemacht wird. Das kommt nicht für Österreich. Aber wenn Homeoffice angeordnet wird und Distance Learning und dieser ganze Schwachsinn, den die Kinder überhaupt nicht wollen. Meine Tochter ist unglücklich, wenn die zu Hause sein muss. Ja? Die will mit ihren Freundinnen beisammen sein, die will in der Schule sein, die will spielen, die will sich austauschen. Herzenergie, das Aurenfeld. Unser Aurenfeld ist innerhalb von 1,5 Meter. Ja, bei 1,2 bis 1,5 Meter endet unser Energiefeld. Was wird angeordnet? Haltet Distanz, 1,5 Meter. Na komisch.
Hinterfragen wir das doch mal. So, also Elektrosmog ausschalten. Wenn ihr daheim seid und Distance Learning oder wie das Ganze heißt, dann steckt ein Kabel an und schaltet WLAN aus. Ein heißer Tipp. Also LAN-Kabeln anstecken. Funk, Internet-Cubes und drahtgebundene auf drahtgebundene Router umstellen. Das ist alles möglich. Ich brauche es nur machen. Ein TV-Gerät ausschalten. Vom WLAN, WLAN off und Kabel anstecken. Diese LAN-Kabeln. Okay, dann liegt halt einmal ein Kabel durch das Zimmer in den nächsten Raum rüber, kann man vielleicht verlegen, ist ja alles möglich. Decktelefone bitte sofort abdrehen, das ist Gift, definitiv. Potenzieller Krebserzeuger oder Kopfwehverursacher oder Schlafstörungen oder Herzrhythmusstörungen. Deckfunktelefone mit der Basisstation entfernen. Demontieren, Kabeltelefone anstecken, gibt's. Die kosten fast gar nichts, 25, 20 Euro so ein Kabeltelefon, langes Kabel dazu, passt. So, Spielkonsolen für die Kinder, die gerne spielen. Ja, okay, wenn ihr genug auch in die Natur geht, könnt ihr auch gerne spielen, wenn es unbedingt sein muss. Aber schaltet das WLAN aus. Es gibt für die Konsolen gibt's auch kabelgebundene Controller. Ja? Tablets, Datenfunk, WLAN ausschalten. Tablets kann man ans Kabel stecken. Da gibt es Verbindungskabeln, da kann man ein LAN-Kabel anstecken. Kostet ein paar Euros, funktioniert tadellos. Haben wir gestern bei einem Freund gemacht, der war total happy. Man kann auch, ihr könnt auch Störfeldanalysen machen. Es gibt Baubiologen, es gibt Experten, die Messungen durchführen. Den Wohn- und Arbeitsplatz durchmessen lassen zum Beispiel, wenn ihr schlecht schläft, ja, oder Arbeitsplatz, Konzentrationsprobleme habt. Man kann auch Räume abschirmen. Das Beste wäre natürlich, die Sender zu harmonisieren, Leistung reduzieren da oben. Ja. Wenn das nicht geht oder nicht gleich gemacht wird, wir arbeiten eh dran, ja, also wirklich, wir arbeiten auf Hochtouren im Hintergrund, dann schirmt euch vorerst mal ab oder tragt Schutzbekleidung, das hilft. Dann gibt es die Selbsthilfegruppen Elektrosmog, auch die Umweltmediziner, Selbsthilfegruppe Elektrosmog, Peter Müller für das Land Salzburg. In Wien gibt es eine neue, also es gibt in den Bundesländern sogenannte Ansprechleute, die kümmern sich da für eure Anliegen, wenn ihr Hilfe braucht. Es gibt Umweltmediziner, zwar nicht viele, aber es gibt welche, fällt mir ein, Dr. Piero Lercher. Ja, es gibt eine Webseite, es gibt, glaube ich, in jedem Bundesland gibt es eine Seite, wo man die Umweltmediziner kontaktieren kann. Und dann zum Schluss zwei Punkte noch. Strahlenexposition verlassen und raus in die Natur. Okay? Viele nicken mit dem Kopf. Wenn ihr rausgeht aus der Wohnung, aus dem Haus, wo ihr euch vielleicht vorher nicht so wohl gefühlt habt und ihr geht in den Wald, in die Sonne, in die Luft raus, Bewegung, ja, dann kommt der Organismus, die Zellen werden bewegt, die Atmung wird, die Lunge tief aus- und einatmen, ja, die Inhalation und vor allem im Wald ist ein ausgeglichenes Plus-Minus-Ionenfeld, ja, und das ist das natürliche Feld. Vielleicht nicht gerade am Waldesrand, so wie da oben, aber wenn man tiefer in den Wald reingeht, werden Sie wunderbare Erlebnisse erhalten. Da gibt es übrigens ein sehr schönes Interview dazu von der Katharina Roland, die den Film Awake to Paradise produziert hat. Die hat ein Interview gemacht mit mir und da haben wir ganz viele Lösungen, wie man sich auch im Wald draußen stärken kann. Und das allerletzte, und dann bin ich fertig, lieber Merlin, gesund ernähren, Sonnenbaden, Bewegung und das positive Mindset. Alles abdrehen, was euch nicht gut tut. Aufs Herz hören. Wenn ihr einen Fernseher aufdreht, wenn das noch wer tut, ja, und ihr setzt da irgendeinen Mainstream-Kanal und das fühlt sich nicht gut an, abdrehen, wegklicken, was Schönes anschauen. Einen schönen Film einlegen, eine DVD, das auch stimuliert, das euch Wärme, Vertrauen gibt, positiv programmieren. Das will ich damit sagen. So, und in diesem Sinne wünsche ich euch und uns viel Erfolg in dieser Transformation. Wir sind mittendrin. Die Erwachenden oder die Erwachten sind dabei, die es noch nicht verstehen, nicht wissen und nicht wollen wissen. Ihr könnt ihnen vielleicht helfen, sie abholen, mitnehmen, einen Beitrag liefern. Alles Gute für uns alle. Auf ein gesundes, friedliches, natürliches Österreich. Jawohl! Vielen Dank, Michael. Spätestens jetzt sollte jedem von uns klar sein, dass nicht jede technische Errungenschaft wirklich ein Fortschritt ist.